Duisburger Krankenhaus an den Folgen eines Kreislaufkollaps gestorben. Aus diesem Anlass haben wir unser Programm geändert. Die für jetzt geplante Serie beginnt eine halbe Stunde später. Sehen Sie nun vom Bayerischen Rundfunk eine Sondersendung zum Tode von Franz Josef Strauß. Wenn wir uns mitten im Leben meinen, beginnt er zu weinen mitten in uns. Gemeint ist der Tod. Diese Worte, verehrte Zuschauer, stammen von Rainer Maria Rilke. Und Franz Josef Strauß hatte zu ihm ein besonderes Verhältnis. Strauß war ja nicht nur Politiker mit weltweiten Perspektiven und gleichwohl starker Verwurzelung in seiner bayerischen Heimat. Er war der Literatur zugetan, in der abendländischen Geschichte bewandert, perfekt in Griechisch und Latein. Es war nicht sein Lebensziel gewesen, Politiker zu werden. Er wurde es erst, als er dem an vielen Fronten erlittenen Grauen des Zweiten Weltkriegs entkommen war. Da reifte der Vorsatz, dass derlei nie mehr passieren dürfe. Nie wieder Krieg, nie wieder Diktatur, wohl aber eine all ihren Feinden gegenüber wehrhafte Demokratie. Dabei war Strauß überzeugt, dass Frieden sich nicht allein dadurch ermöglichen lässt, dass man selbst auf Anschaffung und Gebrauch von Waffen verzichtet. Deshalb baute er die Bundeswehr auf. Und er war sich bewusst und versuchte bewusst zu machen, dass immer erst verdient, also erwirtschaftet werden muss, was man für staatliches, vor allem auch sozialstaatliches Handeln ausgeben will. So trat er nicht erst als Bundesminister der Großen Koalition für gesunde Finanzen ein, sondern schon als erster Atomminister der Bundesrepublik für moderne Technologien und wirtschaftlichen Fortschritt. In die deutsche Innenpolitik steigt Franz Josef Strauß gleich weit oben ein. Ein Jahr Atomminister hatte er gerade hinter sich, da wird er erster Verteidigungsminister der Bundesrepublik. Er ist der Jüngste an Adenauers Kabinettstisch. Seine Aufgabe ist der Aufbau der Bundeswehr, eine heikle Phase der Innenpolitik. An heftigen Kontroversen mangelt es nicht, die Bundeswehr ist längst noch nicht in der Gesellschaft verankert und Themen wie die Beschaffung von Starfighter oder Schützenpanzer HS-30 bringen den dynamischen Minister immer wieder in die Schlagzeilen. Bereits 1962 scheint schon das Aus für den Senkrechtstarter gekommen. Strauß und die Spiegel-Affäre, ein besonderes Kapitel Nachkriegsgeschichte. Polizei durchsucht die Redaktion in Hamburg und verhaftet Redakteure. Landesverrat lautet der Vorwurf. Dass Verteidigungsminister Strauß doch mehr mit diesen Verhaftungen zu tun hatte als behauptet, muss Strauß selber schließlich zugeben. Er muss seinen Abschied nehmen und Kai-Uwe von Hassel den Platz räumen. Strauß zieht sich nach Bayern zurück, das erste Mal. Aber nicht das letzte Mal. Auch unter Kanzler Erhard bleibt Strauß in München und baut die Partei weiter auf. Persönlich oder im Strauß-Sprachrohr Bayern-Kurier kann Erhard wohlgemeinte Ratschläge nachlesen oder erfahren. Auch Erhards Kanzlerschaft war mit das Werk des CSU-Parteivorsitzenden Strauß. Dezember 1966, Große Koalition. Strauß kehrt nach Bonn zurück, wird Finanzminister unter Kiesinger. Er hat eine Schlüsselposition inne, gilt es doch damals gemeinsam mit den Sozialdemokraten, die Stabilitätsgesetze zu verabschieden. 1969, die Union hat die Bundestagswahlen verloren, in Bonn regiert jetzt eine SPD-FDP-Koalition. In der Union wird Unmut über den Wahlkampfstil von Strauß laut. Eine Strategiedebatte entbrennt unter den Unionsschwestern. Strauß geht zurück nach München, baut die CSU als eine Bastion gegen die Mitte-Links-Koalition auf und warnt eindringlich vor einem Aufweichen der innenpolitischen Fronten, vor allem in der Ostpolitik. Auch den Gang nach Karlsruhe scheut er nicht. Das ist eine offene politische Aussage. Ein Interesse daran hat Helmut Schmidt und die SPD, weil sie bei einer Verbesserung ihres Verhandlungsergebnisses durch uns ihre außenpolitische Pleite, ihren Dilettantismus eingestehen müssten, mit dem sie diese Probleme behandelt haben. An Mahnungen, auch an die eigene Unionsadresse, bleibt kein Mangel. Leise Töne sind selten. Ob in Sonthofen, Vilshofen oder Passau, die politischen Gegner wissen, wo er steht und wissen, was sie an ihm haben. Die Parteienlandschaft zu polarisieren, mag dennoch nicht jeder in der Union nachvollziehen.
Strauß bleibt aber nicht untätig an seinem Schreibtisch in München sitzen. So. Wildbart Kreuth, ein Name, der in den Unionsparteien für Entsetzen sorgt. Bei der Tagung der CSU-Landesgruppe wird im November 1976 der eigene Kurs der CSU manifestiert, wird ein Trennungsstrich gezogen. Die Nordlichter, so Strauß, werden wenigstens im Bundestag abgekoppelt. Strauß selber hält sich eher im Hintergrund. Die Fraktionsgemeinschaft mit der CSU in dieser Periode nicht fortzusetzen. Dieser Beschluss von Kreuth, der uns so traf, wurde sorgfältig von einigen vorbereitet. Umstände und Methode sprechen eine klare und eindeutige Sprache. Die Drohung mit einer bundesweiten vierten Partei als Konkurrenz zur CDU scheint Wahrheit zu werden und ist doch 4 Wochen später schon wieder vom Tisch. Bundestagswahlkampf 1980. Strauß ist Kanzlerkandidat. Hatte sich gegen verschiedene Kandidatenvorschläge innerhalb der Unionsparteien gegen die Vorschläge des CDU-Vorsitzenden Kohl durchgesetzt. Strauß setzt auf einen Wahlerfolg durch klare Alternativen für die Wähler, setzt auf ein eigenes Motto: Freiheit statt Sozialismus. Die CDU hatte ein sanfteres Motto gewählt, obwohl doch Strauß der gemeinsame Kandidat beider Unionsschwestern war. Gefahren drohen, meine Damen und Herren, wenn die Bundesrepublik nicht die Weichen, die Signale in Europa auf Freiheit stellt. Meine Damen und Herren, wir vertreten den Grundsatz der Freiheit gegen die Bequemlichkeit einer falschen Entspannung, gegen die Unterordnung unter die Feigheit der Anerkennung der Realitäten. Der Wahlabend. Helmut Schmidt bleibt Kanzler. Und Strauß? Mich braucht niemand zu fragen. Ich bin und bleibe bayerischer Ministerpräsident. Auch wenn Strauß immer wieder an den Koalitionsrunden teilnimmt, er verzichtet auf ein Bundestagsmandat und geht wieder einmal nach München zurück. Sein Forum ist jetzt der Landtag, allenfalls noch der Bundesrat, wo er weiterhin für eigenes Profil zu sorgen versucht. Auf bundespolitische Höhenflüge hatte Strauß offenbar schon lange verzichtet, hatte zuletzt alle Ministerwürden ausgeschlagen. Indes, der Kurs ohne ihn wäre ein anderer geblieben. Tempo erlebt man nicht so sehr. Es ist eine neue. Man erlebt die dritte Dimension. Ja. Und auch die vierte. Auch wenn er einmal sagte, es sei reizvoller, in Alaska eine Ananasform zu errichten, als Bundeskanzler zu werden, bemühte er sich entschieden darum, 1980. Als dieses Vorhaben gescheitert war, zog sich der 2 Jahre vorher bereits zum bayerischen Ministerpräsidenten gewählte immer mehr nach München zurück. Geht er nach Bonn oder geht er nicht? War jahrelang eine beliebte Partyfrage. Er ging nicht, obwohl Bundeskanzler Kohl ihm Angebote machte. Überhaupt sein Verhältnis zu Kohl. Oft wurde es als Männerfreundschaft bezeichnet und war doch bestimmt von Rivalität, den anderen ausgrenzen, dreinreden und nicht dreinreden lassen. Im Jubel seiner Anhänger und dem großen Vertrauen, das er von Wahl zu Wahl dokumentiert sah, überwand Strauß die Enttäuschung von 80, nahm immer mehr die Rolle des Landesvaters an. Ja, zu seinem 70. Geburtstag erfuhr er eine Huldigung, wie einst beliebte Monarchen, verdient. Strauß hat entscheidenden Anteil daran, dass der weiß-blaue Freistaat sich von einem auf Bundeshilfe angewiesenen Agrarland zu einem von anderen Bundesländern beneideten Industriestaat entwickelte. Er redete stets der Technologie von morgen und übermorgen das Wort. Der Ministerpräsident im Bayerischen Landtag. Sein Thema Europapolitik. Die nicht zu einer Gefährdung und Aushöhlung der föderativen Ordnung in der Bundesrepublik Deutschland führen darf. Vor 10 Jahren, am 15. Oktober 1978, erreichte die CSU bei der Landtagswahl 59,1% der Stimmen. 3 Wochen später, am 6. November 1978, wurde Franz Josef Strauß erstmals zum bayerischen Ministerpräsidenten gewählt. 1990 wollte er zum 4. Mal gewählt werden. Regieren, das hieß für ihn Politik für die Bürger seines Landes, zum Beispiel für die Bauern. Wir müssen mit allen Mitteln die Vorräte beseitigen, dann die Produktion ungefähr nach dem Bedarf regeln und den Bauern die kostenorientierten Preise bieten.
Es ist der Unfug, dass von 70 Milliarden Mark EG-Haushalt 70% allein in die Landwirtschaft, und zwar für Lagerhaltung und so weiter, gehen. Das muss ein Ende nehmen. Mit der ihm eigenen Mischung aus Grobheit und Charme traf Strauß in Bayern den richtigen Ton. Überfüllte Hallen, wie hier beim jährlichen politischen Aschermittwoch in Passau, zeugten von seiner Bürgernähe. Eine Politik nicht der Gefälligkeit, aber eine Politik der wirklichkeitsbezogenen Vernunft. Eine Politik, bei der nicht alle Wünsche erfüllt, aber bei der den Bürgern gute Information und das Wissen der sozialen Gerechtigkeit unserer Politik verbunden mit wirtschaftlicher Vernunft geboten werden soll. Franz Josef Strauß hat sich nie geschont. In seinem Terminkalender fand er Zeit für Gebirgsschützen wie für eine Kutschenfahrt auf dem Landwirtschaftsfest. Die Bürger dankten es ihm nicht nur bei den Wahlen, sondern sogar mit Fanclubs. Erst vor wenigen Wochen wurde ihm aus der Korbmachergegend von Michelau ein selbstgefertigter Lehnstuhl geschenkt. Das Geschenk hatte schon einen Vorläufer. Darum darf man keine Schlussfolgerungen ziehen. Der Vorläufer ist nämlich ein großer Strohkorb, großer geflochtener Korb mit Blumen. Und später ist er dann als Wiege benutzt worden für die Enkelin. Und jetzt werde ich das so lange behalten, bis die Enkelin selber einen Ruhestuhl braucht. Sprichwörtlich war seine Nähe zum Volk. Als Franz Josef Strauß am 6. September 1985 70 Jahre alt wurde, feierte ganz Bayern mit. Und das dauerte 14 Tage lang. So wie Strauß als Landesvater oft tituliert und respektiert wurde, galt dies in ähnlicher Weise für die Landesmutter Marianne Strauß. Als sie im Juni 1984 bei einem Verkehrsunfall ums Leben kam, war der bayerische Ministerpräsident erkennbar schwer getroffen. Die beiden Söhne und vor allem Tochter Monika standen ihrem Vater nach dem Tod der Mutter oft zur Seite. Mit besonderer Aufmerksamkeit hat sich Strauß der Wirtschafts- und Finanzpolitik seines Landes gewidmet. Er selbst wurde zum Schrittmacher des Aufschwungs. Als Sohn eines Metzgers stieg er auf in den Glanz eines fast absolutistischen Gepräges. Als Parlamentarier war er eine Figur mit politischem Eigensinn, manchmal zu schnell in seinen Entschlüssen, andererseits aber auch von vielen als Zauderer angesehen. Nachdem Franz Josef Strauß für sich in Bonn keine überzeugenden Perspektiven mehr sah, war bayerischer Ministerpräsident für ihn das schönste Amt. Gäbe es nicht die moderne Medizin, wäre Franz Josef Strauß wohl noch am Samstag auf der Jagd gestorben. Ein Schicksal, das schon einmal einen ersten Mann Bayerns ereilte, einen Wittelsbacher Herzog und deutschen Kaiser. Und merkwürdig, wie Ludwig der Bayer diese überragende Gestalt des 14. Jahrhunderts, machte Strauß europäische Politik ohne entsprechenden Rückhalt im eigenen Land. Er war nicht durch ein Regierungsamt legitimiert, genoss es aber, wie er selbst einmal sagte, als Großsiegelbewahrer der bayerischen Geschichte mit den Großen dieser Welt zu konferieren. Er kannte sie alle. Ob in Peking oder Paris, in London oder Kairo, in Washington oder Moskau. Ja, er konnte es erwarten, bis der das Image der Sowjetunion so gewaltig verändernde Gorbatschow höchstpersönlich ihn im Kreml empfing. Wir erinnern uns, selbst am Steuerknüppel flog er nach Moskau. Wenige Monate erst ist das her. Früh schon knüpfte er Kontakte zu China. Und wenn in diesen Tagen der südafrikanische Präsident Botha auf Goodwill-Tour durch die Nachbarländer geht, stimmt das auffallend überein mit politischen Intentionen, die Strauß Anfang des Jahres bei seinem Besuch in Kapstadt vermittelt haben mag. Oft schwamm er gegen den Strom bundesdeutscher Politik. Oft korrigierte er eigene Vorsätze und das Bild, das man sich von ihm machte. So hatte er jahrelang die Entspannungspolitik der sozialliberalen Koalition bekämpft. 1983 dann fädelte er, ungeachtet aller Irritationen, und alle Sympathieverluste in der eigenen Partei missachtend, einen Milliardenkredit westdeutscher Banken für die DDR ein. Dresden im Juli 1983. Ein besonderer Höhepunkt der Reisetätigkeit des CSU-Vorsitzenden ist der Besuch in der DDR. Ein Milliardenkredit für die DDR ist zu diesem Zeitpunkt bereits unter Dach und Fach.
Vor nicht allzu langer Zeit hatte Strauß noch vor jeder Anbiederung an den Osten gewarnt. Jetzt trifft er sich mit Erich Honecker. Aber Handstand ist nicht notwendig. Ja, das nächste Mal. Sei doch nicht. Doch. Doch, nein. Von so olympischen Spielen erst. Diskussion über Menschenrechte und Grenzschwierigkeiten. Diesmal begrüßt die Bundesregierung die Strauß-Initiative. Innerhalb der CSU aber grummelt es gewaltig. Parteiaustritte sind die Folge. Lange muss sich der Parteivorsitzende für seine atemberaubende Kehrtwendung in der Ostpolitik rechtfertigen. Aber glauben Sie ja nicht, dass ich meine grundsätzlichen Vorstellungen geändert habe. Ich bin nur flexibler geworden in der Wahl der Mittel. Anflug auf Moskau, Jahreswende 1987-88. Auch in den deutsch-sowjetischen Beziehungen will Strauß ein neues Kapitel aufschlagen. Ein Wintermärchen im eiskalten Moskau. Sowohl Strauß als auch die Sowjetführung haben alte Animositäten überwunden, sind über ihren ideologischen Schatten gesprungen. Der Kommunist Gorbatschow und Strauß, der Konservative, finden offensichtlich Gefallen aneinander. Überraschung in Ost und West bei Freund und Feind über die neue Korrektur der CSU-Spitze. Zurück in München. Strauß bilanziert. Ich habe den festen Eindruck, dass Sie von diesen Vorstellungen, Revolution, letzter Krieg, Befreiungskrieg der Menschheit und damit auch also der Druck auf die Nachbarn, sich entweder zu unterwerfen oder den Krieg zu riskieren, dann davon wollen Sie nichts mehr wissen. Mit der westlichen Weltmacht steht Strauß schon seit langem auf gutem Fuß. Im Sommer dieses Jahres der 29. Besuch in den USA. Auch diesmal wieder ein dicht gedrängter Terminplan. Mit Außenminister George Shultz erörtert er Fragen der Sicherheitspolitik. Auf dem Rasen vor dem Weißen Haus eine kleine Show-Einlage von Vizepräsident und Präsidentschaftskandidat George Bush. Freundschaftliche, beinahe überschwängliche Begrüßung zwischen Bush und Strauß. Mit den Großen der Welt im Blitzlichtgewitter der Kameras. Das waren die Ausflüge, die Strauß die Enge der bayerischen Landespolitik ertragen ließen. Vor dem Weißen Haus steht er den wartenden Journalisten bereitwillig Rede und Antwort. Since 1953, I remember. Seit 1953, so erklärt Strauß, amerikanische und deutsche Kameras, stehe in regelmäßigen Kontakt mit dem Weißen Haus. Die Quintessenz des Gesprächs mit Reagan heute sei gewesen, Europa könne sich auf amerikanischen Schutz verlassen, die NATO bleibe eine untrennbare Einheit. Anfang dieses Jahres, Strauß auf dem Weg ins südliche Afrika. Hier ist er schon des Öfteren gewesen. In Kapstadt war er schon immer ein gern gesehener Gast. Im Gästehaus Regierungsgespräche mit Außenminister Piet Botha. Südafrikas außenpolitische Isolation kommt hier zur Sprache. Von vielen wird diese Reise nicht verstanden. Mit Staatspräsident Botha spricht Strauß vor allem über Menschenrechte, auch über eine Freilassung des Menschenrechtlers Nelson Mandela. Strauß gönnt sich keine Ruhe. Von Kapstadt pendelt er nach Maputo, die Hauptstadt Mosambiks. Mit dem sozialistischen Staatspräsidenten Chissano verabredet er Vereinbarungen für das südliche Afrika, die gerade in diesen Tagen realisiert werden. Ich habe in Moskau kurz und neulich in Bonn mit Shevardnadze darüber gesprochen, weil das der Vorabend meines Abfluges nach Afrika war. Ich habe nur gefragt, wie steht die Sowjetunion zu diesen Wetterecken der Weltpolitik, in denen sie ja engagiert ist. Die Antwort war nicht kriegerisch oder aggressiv. Die Antwort war, wir unterstützen jede friedliche Lösung, die Zustimmung aller beteiligten Parteien findet. Moskau, Washington, Kapstadt, Maputo. Außenpolitik, die große Liebe des Franz Josef Strauß. Strauß war ein eigenständiger und eigenwilliger Mann. Von politischem Urgestein zu reden, wird ihm nicht gerecht. Nicht kalter Materie ist er zuzuordnen,
sondern barocker Lebensfreude. Machtbesessen und unbeherrscht sahen ihn die einen, als fantasievollen Vordenker die anderen. Mal zauderte er, wenn eine rasche Entscheidung verlangt war, mal packte er zu, wenn niemand damit rechnete. Er war aufbrausend, aber auch warmherzig. Ein Mann, der eine Situation offen anspricht, der sie plastisch darstellt, bevor er seine Vorstellungen dazu entwickelt. Ein ebenso Temperament wie geistvoller Redner, der Freund und Feind nichts erspart, ja, der den politischen Gegner unter Hohngelächter verbal karikiert. 40 Jahre hatte die deutsche Politik entscheidend mitgestaltet. Fast 3 Jahrzehnte als CSU-Vorsitzender, 10 Jahre als bayerischer Ministerpräsident. Gerade auch Journalisten können ermessen, um wie viel ärmer die politische Szenerie der Bundesrepublik mit dem Abgang dieses Protagonisten geworden ist. Mit Franz Josef Strauß verliert die Bundesrepublik Deutschland eine ihrer großen Persönlichkeiten in ihrer ganzen bisherigen Geschichte. Er war geprägt von tiefer Heimatliebe, von unbeugsamem Freiheitswillen, von Mut und von einer nimmermüden Vitalität in der demokratischen Auseinandersetzung. Mit seiner überragenden analytischen Gabe, seinem historischen Sinn und seinem kraftvollen Charakter hat er Maßstäbe gesetzt. Er war eine Herausforderung, an der sich jeder messen musste und die Positionen klärte. Wir hatten viele gemeinsame Überzeugungen. Wir hatten auch, wie jeder weiß, immer wieder auch einmal harte Kontroversen. Franz Josef Strauß war einer, der sich selbst und anderen nichts schenkte. Mit ihm Streit zu bekommen, war schon möglich. Aber wir haben immer die gemeinsame Grundüberzeugung gehabt für den Frieden unseres Landes. Er gehört ja zur Kriegsgeneration. Ich war ein 15-Jähriger am Ende des Krieges. Wir haben uns oft darüber ausgetauscht. Erfahrungen der Nazizeit. Er kam wie ich aus einem aus christlicher Überzeugung geprägten Familienbereich, Familienhorizont. Das hat vieles Gemeinsame mit sich gebracht. Er war ein überzeugter Anhänger der Idee der Einheit der Nation. Friede und Freiheit und Einheit der Nation, auch nach den entsetzlichen Zeiten der Nazis, war für ihn eine Selbstverständlichkeit. Und ich habe ihn eigentlich als ganz junger kennengelernt, als einen ganz überzeugten Europäer. Obschon wir im Bundestag und vor allem im Wahlkampf 1980 einander immer wieder scharf entgegengetreten sind, so haben wir doch stets den Respekt für den anderen empfunden und auch menschliche Neigungen. Franz Josef Strauß hat in der ganzen Welt stets aufmerksame Gesprächspartner gefunden, auch hier in China, von wo aus ich heute Abend spreche. Strauß gehörte, wie auch ich, zur Kriegsgeneration und er hat seit Beginn unseres Staates sich am Aufbau der Demokratie sehr aktiv beteiligt. Er hat der Politik nicht nur Farbe gegeben, sondern auch vielerlei Impulse. Sein Tod macht uns ärmer. Er wird vielen seiner Freunde sehr fehlen und auch manchen seiner Gegner. Ich bekenne freimütig, auch mir wird er sehr fehlen. Strauß war für mich ein guter Kollege, der vom ersten Tage an sich vorgenommen hatte, mit dem Wirtschaftsminister, er selber als Finanzminister, zusammenzuarbeiten. Und zum anderen war ihm natürlich klar, die Große Koalition war für ihn eine große Chance der Bewährung, um wieder in die Politik in Bonn hineinzukommen, genau wie für die SPD die Große Koalition bekanntlich die große Chance war, überhaupt Sachkompetenz vor der Bevölkerung zu demonstrieren und damit in die eigentliche Regierungspolitik, in die Politik der Bundesregierung reinzukommen. So waren beide, er und ich, willens, diese Große Koalition
zu einem Erfolg zu führen. Und ich glaube, dazu hat Strauß selber sehr viel beigetragen. Wie haben Sie ihn denn als Mensch erlebt? Im Allgemeinen sehr angenehm. Er ist ein charmanter Unterhalter. Er war auch in der Lage, in der eigentlichen Sachpolitik nicht nur zu lernen und eigene Impulse zu erteilen, sondern auch humorisch die Dinge zu nehmen. Mit Franz Josef Strauß ist eine der großen Persönlichkeiten der deutschen Nachkriegsgeschichte von uns gegangen. Er hat als ein Angehöriger der Kriegsgeneration die deutsche Nachkriegsdemokratie mit seiner starken Persönlichkeit maßgeblich mitgeprägt. Seine Lebensleistung wird auch die Achtung und Anerkennung derjenigen finden, die nicht immer und nicht in allen Fragen mit ihm übereingestimmt haben. Ich selbst bin ihm begegnet in der Übereinstimmung, aber auch in der Demokratie unverzichtbaren Auseinandersetzung. Ich habe immer einen Menschen gefunden, der durch seine Überzeugungskraft, aber auch durch seine Menschlichkeit beeindruckte. Es ist Ihnen sicher nicht unbekannt, dass sich einer der hartnäckigsten Gegner seiner Politik über sehr viele Jahre war, beinahe bis zum Schluss oder sogar bis zum Schluss. Aber ich kann nicht umhin, die große Lebensleistung zu bewundern, die er nicht für Bayern und nicht allein für die Bundesrepublik, sondern auch für Deutschland geleistet hat. Noch ist gar nicht fassbar, dass dieser Mann mit seiner Leidenschaft für Politik, seiner Fähigkeit, Menschen mitzureißen, seine politischen Ziele darzustellen, nicht mehr unter uns ist. Ein Mann, der aus Bayern kommt, eine Partei geformt hat, mit nationalem Auftrag und die europäische Zukunft als Vision hatte, der für manchen zum Ärgernis, für viele zur leidenschaftlichen Begeisterung für Politik geworden ist, hat die Augen geschlossen. 43 Jahre bin ich mit ihm Seite an Seite durch Leid und Erfolg, manchmal im Gegensatz, im großen Ganzen immer in Übereinstimmung den Weg gegangen. Er hinterlässt eine unersetzbare Lücke für die deutsche Politik, für seine Freunde, aber auch für jene, die politisch anders dachten als er. Mit seinem Regierungschef hat Bayern auch seinen ersten Bürger verloren. Einen Mann, der sich gerne und ohne jeden Anflug von Hochmut mit Mitbürgern unterhielt, der offen war für jedes Gespräch und Anteil nahm an jeder Besorgnis. Vielen war er Ratgeber, vielen Motor, vielen Mahner. Sein Tod ist für Deutschland, ja die ganze westliche Welt, ein gewaltiger Schock, ein herber Verlust.